Boom! Was geht ab, Leute? Willkommen bei Mimelix One auf dem Kanal zurück. Es ist soweit, Booster Time. Yo! Heute geht's um Insane Labs Psychotic Gold Version. Hardcore Booster. Die Portionsgröße ist 6,1 Gramm, also relativ minimal gehalten. Aber es ist ein Hardcore Booster und deswegen frage ich mich gerade: Hardcore Booster mit 6,1 Gramm. Ihr habt auf 30 Euro 35 Portionen im Fruit Punch Geschmack. Und das Einzige, was sofort auffällt, das ist Atlantic blöd. Weil sich unten Atlantic was abgesetzt hat. Deswegen mache ich das jetzt mal auf. Und werde dann mal ein kleines bisschen Wasser reinlassen. Weil bei 6,1 Gramm muss man nicht noch umfalschen. Also ich kann schon mal so viel sagen. Ich kann jetzt nicht euch viel zu dem Booster sagen. Ich kann ja wirklich besorgen, ob er großartig wirkt, weil das Problem ist, ich habe jetzt überall mal nachgeguckt und ich finde zu dem Booster direkt, ich finde nichts, wo das draufsteht, was wirklich komplett drin ist, was ich gerade ein wenig blöd finde, aber dafür gibt es ja die Tests, dass ich das wirklich teste für euch. Da gibt es wahrscheinlich schon einen anderen davon, weil ich von meinen Sponsoren, ich habe zwei dazu gekommen, einmal den normalen, was mit Wassermelone ist, aber ihr wisst, Wassermelone und ich, ne, werde ich wahrscheinlich mal irgendein Kollege von mir dann geben zum Trainieren oder zum Training, wie gesagt. Und ich kann es bloß vorlesen, gerade, weil ich kann wirklich nicht großartig was sagen, weil das Problem ist, bei Highlights steht zwar Fokus, Energie, Pump mit LD. Zitronin und Aquatin, Ausdauer 35 Portionen, das Koffein- und Fruit Punch Geschmack ist, aber mehr steht leider nicht dazu. Die einzige Warnung, man soll halt nicht mehr als eine Portion pro Tag nehmen, ist klar, und spätestens 4 Stunden vor zum Bett gehen sollte man es auch nicht nehmen, okay? Also wenn das schon gewarnt wird, weiß man wirklich nicht, wie viel da jetzt wirklich drin ist. Die Blendmatrix ist Beta-Alin, L-Citrullin, Malat und Aquatin im Gemisch 2:1. Dann Koffein. Die normalen Sachen mehr oder weniger, bloß halt sehr reduziert eingehalten. Und dann, ich weiß nicht, ich werde es euch wahrscheinlich mal mit einblenden, weil Psychotic Gold verfügt über einzigartige Pre-Workout-Booster, über den Zusatz über Olivox, weiß ich nicht, was das ist, muss reingucken, was den T3-Spiegel im Körper irgendwie und den Metabolismus bis zum Limit pusht. Also ich weiß nicht, was das ist und das muss ich entweder jetzt mit einblenden, dann werde ich mich natürlich auch selber nochmal gleich dazu belesen, aber so richtig, was es ist, ich habe keine Ahnung, Leute. Es löst sich schon mal fast, also es ist schon mal nicht verkehrt. So, den hauen wir noch mit rein. Kurz mal reinmachen. Also wie gesagt, es ist wirklich fast aufgebraucht jetzt. Riecht ein Dutz. Gut, also schon mal echt nicht verkehrt. So, jetzt können wir hier nochmal kurz schütteln. Hier steht irgendwie, dass bei dieser neuen Formel wurde Kreatin entfernt und mit zwei weiteren durchblutungsfördernden Wirkstoffen angereichert, was die Produktion von Stickstoff erhöhen soll und die Muskulatur natürlich bis zum Limit hochzupumpen, was das Aquatin wahrscheinlich dann bewirken soll. Dazu habe ich auch nochmal schon mal, glaube ich, Aquatin, ja, hatte schon mal Review dazu gemacht, also wirkt auch sehr gut auf jeden Fall. Aber letzten Endes muss er wirken, aber es ist halt immer schwierig, wenn man was kauft und nicht genau weiß, was drin ist. Das weißt du halt dann wirklich bloß, wenn du den gekauft hast und auf die Packung drauf kommst.
Aber naja, angeblich, im Gegensatz zu der ersten Version, hier steht sogar, ist eine crashfreie Formel mit dazu. Na, da bin ich gespannt. So. Was schon mal auffällt, er löst sich nicht komplett. Also ein ganz kleines bisschen ist mit drin. Es wird wahrscheinlich wieder mit schwarzem Pfeffer wieder mit angereichert sein, so wie es aussieht. Man riecht halt nicht extrem viel. Also. So wie es riecht, schmeckt es auch, also es ist jetzt nicht sehr aussagekräftig, also für Fruit Punch stelle ich mir mehr am Gesicht vor, wenn ich das trinke, aber es geht. Also ich bin gespannt, ob der mich dann vom Hocker heißt im Training. Weil bis jetzt ist er nicht sehr aussagekräftig, meiner Meinung nach. Ich kann da großartig nichts dazu sagen, weil Geschmack muss ich. Wie macht man das denn, wenn es noch kaum was schmeckt? Also geschmacklich muss ich den Dingen hier eine 4 oder 5 geben, weil das schmeckt doch fast nicht. Das Einzige, was dann schmeckt, ist nicht sehr besonders. Also von daher kriegt er von mir auf jeden Fall hier bloß eine 4 oder 5. Sag mal 4,5. Ey, der ist nicht. Wenn ich ehrlich bin, erinnere mich das in Landeswengel gerade an Dings, an Wassermelone so ein bisschen. Schmeckt der Landeswengel bitter hinten aus? Ich bin mal sprachlos. Ich hoffe, der zerfetzt mich im Gym. Also in meinem Home-Gym halt. Also von daher, wollen wir mal gucken. Ich kann dir kurz auch was dazu sagen. Preis-Leistung ist in Ordnung für 30 Euro. Was momentan bei uns erhältlich ist, wo 35 Portionen drin hat, das ist wirklich Bombe. Aber geschmacklich nichts Besonderes sein. Na gut, dann würde ich sagen, ich spüre den mal nach hinten. Da muss ich dazu sagen, wenn da dort steht, dass mit der Crash-Matrix etc. alles nicht so sein soll, dass sie das irgendwie verbessert haben oder so, finde ich nett. Ich finde den Booster, muss ich sagen, schon beim Trinken irgendwie bist du, ich weiß nicht, ob das heute an der Form von mir jetzt selber liegt, aber vom Training her hat eigentlich schon halbwegs gepasst, eigentlich, dass ich Bock hatte auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich kann dem Booster, muss ich ehrlich sagen, nichts abtun. Also ich gebe dem Booster insgesamt wirklich bloß eine 6. Also ich finde den echt nicht besonders. Also ich habe schon viel, viel bessere getrunken und nicht so viel schlechtere. Also das ist kommt mit Check 3D so fast gleich in die Kategorie. Also ich finde beide überhaupt nicht gut. Und wie gesagt, der Pump und so ist in Ordnung auf jeden Fall. Also du hast trotzdem, es ist immer halbwegs Energie. Aber ich muss wirklich dazu sagen, den Down-Gefühl oder wie auch immer hast du trotzdem die ganze Zeit. Und ich finde das nicht gut in der Booster. Von daher, wie gesagt, wäre bloß mal immer ein halben Scoop für 35 Portionen und wie viel da drin waren für 30 Euro, würde ich empfehlen. Aber so als Dauerbooster würde ich das absolut nicht empfehlen. Wie gesagt, er schmeckt nicht besonders. Also er schmeckt total neutral, bis hin zu bitter, sage ich mal. Also ist echt nicht gut. Und dann, wie gesagt, vom Pump her ist es in Ordnung. Kann man schon mal halbwegs, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht. Ich habe nicht den Fokus, den ich gern hätte bei einem Booster. Also da habe ich, wenn ich normal trainiere ohne Booster, mehr Fokus, muss ich alles sagen. Und von daher, ich sage, kriegt dann eine 6 von mir. Und von daher, wie gesagt, checkt meine Videos ab. Immer montags 14 Uhr, freitags 18 Uhr kommt immer ein Video raus von mir oder ein Trailer.
Und von daher haut rein, euer Mimi. Ciao.